Ja, hallo liebe Aufrufer und noch etwas Soziologisches zu NGO. Es ist sehr wichtig, dass man das weiß. Wir haben im Moment in den Medien, in der Echtzeitlage heute, waren mehrere Beiträge, Interviews, O-Töne aus Petersburg, O-Töne aus Moskau, O-Töne aus Berlin zur Frage, was bildet sich eigentlich Putin ein, unsere tolle Konrad-Adenauer-Stiftung in Petersburg von der Polizei besetzen zu lassen, Razzia. Keiner bewegt sich, Computer werden konfisziert, Akten werden eingesehen, alles macht man mit dem Generalvorwurf, hier wird politische Arbeit gemacht, die wir in Russland nicht haben wollen. Ja, da muss man wissen, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist, wie die immer sagen, CDU-nah. Das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist die CDU-Parteistiftung und die wird vollkommen von der CDU Deutschland gesteuert. Vollkommen. Da ist nicht eine Person tätig, die nicht wirklich über die Konrad-Adenauer-Stiftung-Karriere ausgewählt worden ist. Und wenn die Konrad-Adenauer-Stiftung sich gegen die allgemeine öffentliche Gesellschaft wendet, dann stehen da als Vortragende oder als Podium oder als Hausmeister immer Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung CDU. Und kein anderes Wort fällt da. Da gibt es keine kirchenkritischen Sachen, da ist dann die CDU plötzlich auch christlich. Da gibt es keine Fragen zu schwarzen Parteienstiftungen und so weiter. So, und diese CDU-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, hat in aller Welt, wo sie es sich leisten können und wo sie agitieren, haben sie ihre Außenposten. Entsprechend gibt es bei allen Parteien diese Stiftungen. Die SPD hat zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung oder zum Beispiel die Grüne Partei hat die Heinrich-Böll-Stiftung, genannte Parteienstiftung. Die Linkspartei hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder die FDP hat die Friedrich-Naumann-Stiftung. Dann gibt es noch mehr solcher Stiftungen. Bei der SPD gibt es noch mehrere, die dann gewerkschaftsorientiert sind und so weiter. Und diese Stiftungen verfolgen unmittelbar die Ziele dieser politischen Kampfgruppe. Das sind Pressure Groups. Das sind Agenturen der politischen Interessensvertretung. Und die werden nun zum Beispiel in die Ukraine geschickt oder in die Russland, nach Petersburg oder Moskau und so. Und dann sind die da tätig. Und die nennen das, was sie tun, Gemeinschaftsförderung, Aufklärung, Information, Kulturaustausch, Literatur, Kunst, tralala. Nennen sie das. Und dann haben wir eine sogenannte Stiftung, das ist das Goethe-Institut. Das ist in Wirklichkeit eine Unterbehörde des Bundesaußenministeriums. Kultur, Außenpolitik durch das Goethe-Institut, das sind sozusagen Häuser, die im Ausland eben seitens des Staates alle diese Staatsinteressen, Imagepflege, Kommunikation, also auch Informationen einholen, persönliche Kontakte halten und so weiter. Natürlich, heutzutage ist das Goethe-Institut zum großen Teil auf Eigenfinanzierung gestellt. Das heißt, die erteilen als Sprachlehrer, Sprachschule Deutschunterricht. Da kann man quasi nach Dresden kommen ins Internat und lernt als saudi-arabischer Prinz in einigen Monaten Deutsch. Oder man kann in der Türkei, in Ankara, ins Goethe-Institut gehen und deutsche Kultur und deutsche Vorträge und Sprache und so Sachen lernen. Das Goethe-Institut ist also Bundesrepublik Deutschland, während die Konrad-Adenauer-Stiftung ist CDU. So, und Putin hat eben, nachdem er seine Demokratie aufgebaut hat, seine Marktwirtschaft, gesagt, ja, wir sind aber ein frühmarktwirtschaftliches Demokratiesystem. Unsere Menschen können das alles noch nicht. Die können auch noch nicht die harte Diskussion von Meinung und Gegenmeinung und so weiter vertragen. Wenn also Putin mit seinen Hauruck-Methoden nicht von vornherein so niederkritisiert werden will, dass ihn seine eigenen Russen nicht mehr mögen, dann muss er sozusagen Zensur üben. Das ist eine ordnungs- und machtpolitische Entscheidung von Putin in Russland, wo er gewählt ist. Das muss man respektieren. Diese Stiftungen respektieren das nicht. Sie erzählen da was von Konrad-Adenauer-Stiftung, von der deutschen Geschichte der CDU, von Föderalismus und alles Mögliche, nennen wir es ruhig politische Bildung und Aufklärung, für die aber in Russland das Publikum gar nicht so sehr offen ist, sondern da gibt es eben Leute, die sich gar nicht politisch interessieren, schon gar nicht für Konrad Adenauer heute, aber es gibt auch welche, die sagen, da sind ja die deutschen Stiftungen, die könnten unsere Oppositionsideen doch bestärken. Und komischerweise kommt dann Pussy Riot auch als Bekanntenkreis der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Betracht oder des Goethe-Institutes. Ja, und nun sagt Putin, das wollen wir genauer wissen, wir wollen mal eben in die Festplatten hineingucken. Das ist das Thema in Russland. Also die Razzien gegen die deutschen Stiftungen, NGO, hat zwei Seiten. Erstens, es ist das geltende Recht in Russland heute. Und zum anderen, NGO ist eine Sprachtäuschung, denn diese Nichtregierungsorganisationen, Konrad-Adenauer-Stiftung oder Friedrich-Ebert-Stiftung, sind natürlich nicht Regierungsorganisationen, aber sie sind Parteiorganisationen und sie agitieren politisch, egal wie sie das nennen. Und insofern muss man sagen, wo einer bezahlt, bestimmt er die Musik, Putin bestimmt in Petersburg, und man sollte sich da wirklich vernünftig anstellen. Was diese Stiftungen nicht tun sollten, sie sollten nicht ins falsche Horn blasen. Und sie können mit einer gewissen politischen Distanz ihre Satzungszwecke verfolgen, und in diesen Satzungen der Adenauer-Stiftung oder Friedrich-Ebert-Stiftung steht nicht politische Agitation, Subvention oder Untergrundarbeit. So viel hier zum Thema NGO-Razzien in Russland heute. Echtzeitnachrichten in der Lichtgeschwindigkeit am 26. März hier am Nachmittag vor dem tollen Fußballspiel gegen Kasachstan. Danke für die Aufmerksamkeit.